Es soll weitergehen mit dem, was aus dem Praktikum 2 rausgekommen ist, also mit der Musterlösung davon. Da gab es ja jetzt ein Programmchen, mit dem man eine Schichtung von Schichten, wenn man will, darstellen konnte für eine Wand und dann zum Schluss ein U-Wert rausbekommen hat. Wie sehr leitet diese Wand die Wärme? Wie gut leitet diese Wand die Wärme? Und was jetzt noch fehlt, ist eben irgendeine Oberfläche, wo man tatsächlich diese einzelnen Bestandteile zusammenbauen kann. Ich gehe nochmal in das Hauptprogrammchen hier rein. Also, was nun fertig ist, ist Folgendes. Man hat eine Klasse Einfachschicht mit einem Konstruktor, dem man sagen kann, ich bräuchte mal folgendes Material, PUR-Schaum mit einer Dicke von 0,1 Meter. Das soll die neue Einfachschicht hier werden. Es gibt auch noch einen anderen Konstruktor, der ist ein bisschen raffinierter aufgebaut für Material. Ich kann auch schreiben, oder na, es ist kein Konstruktor, genauer gesagt. Ich könnte auch sowas hier machen, direkt Material.pur, so ging es auch. Etwas hübscher. Okay, ich kann Einfachschichten bauen aus jeweils einem Material und einer Dicke mit der Angabe. Und dann kann ich Mehrfachschichten bauen. Also hier erstmal eine leere Mehrfachschicht und dann kann ich jetzt Einfachschichten hinzufügen. Also hier diesen PUR-Schaum und hier den Beton hinzufügen zu dieser Mehrfachschicht. Und jetzt kann ich auch Mehrfachschichten zu Mehrfachschichten hinzufügen. Hier habe ich eine Mehrfachschicht in der Variablen F. Und da füge ich jetzt diverse Schichten hinzu. Einfachschichten A und B waren Einfachschichten. C auch, ist auch eine Einfachschicht hier oben. D ist eine Mehrfachschicht, die ich hinzufüge, B wieder eine Einfachschicht, D eine Mehrfachschicht. Gucken wir vielleicht gerade nochmal, wie das dann ausgesehen hat. Die Zeichenfunktionen sind eben passend überschrieben. Dieses hier war eine Mehrfachschicht. Ich hatte die Zeichenfunktion so gebaut, dass Mehrfachschichten da so ein Stückchen eingerückt werden nach innen, dass man das erkennen kann. Dass immer so ein kleiner Abstand auch bleibt zu den Schichten links und rechts davon. Das hier ist auch eine Mehrfachschicht und da hinten haben wir auch eine Mehrfachschicht. Die kommt ja dreimal vor. Diese Mehrfachschicht in dem Gesamten. Ja, dann brauchen wir sie, die Mehrfachschicht. D war die Mehrfachschicht, sie kommt hier vor, sie kommt da vor, sie kommt da vor. Die kam also dreimal vor, diese Mehrfachschicht hier aus zwei Schichten. Jedes Material weiß, wie gut es die Wärme leitet. Jedes Material hat auch eine eigene Färbung oder nicht nur Färbung, sondern sogar Farbverläufe zum Spaß hier, radialen Farbverlauf und hier so ein Farbverlauf von unten nach oben oder oben nach unten. Auch das geht mit einer Brush, nicht nur eine einfache Farbe. Zurück zum Thema. Also ich kann Einfachschichten konstruieren, ich kann Mehrfachschichten konstruieren. Zu Mehrfachschichten kann ich Schichten hinzufügen, Einfachschichten und Mehrfachschichten. Und dann gibt es noch eine Zeichenfunktion, mit der sich das Ganze darstellen kann. Und ich kann dann tatsächlich auch fragen, eine Mehrfachschicht fragen, was ist der U-Wert, der Wärmedurchgangskoeffizient. Das Ganze, eigentlich sollte es ja in diesen Wochen um Patterns gehen, das Ganze ist ein Beispiel für einen Pattern. Einfachschicht und Mehrfachschicht sind beides Schichten. Wenn man sich das nochmal anguckt in der Klasse, na, wo ist sie? Da, okay. Also ich habe eine Schicht, eine abstrakte Schicht und eine Schicht kann jetzt zwei verschiedene Sachen sein. Einmal eine Einfachschicht, die weiß Dicke und Material, fertig. Es kann aber auch eine Mehrfachschicht sein und eine Mehrfachschicht ist eine Sammlung von Schichten. Das ist dieses Pattern Composite oder Composite. Composite wäre, wenn ich mich recht erinnere, britisch und Composite wäre amerikanisch ausgesprochen oder betont, genauer gesagt. Also, das male ich vielleicht nochmal auf. Wir haben eine Mutterklasse, im Zweifelsfall eine abstrakte Mutterklasse und mindestens zwei Kindklassen, wahrscheinlich mehr Kindklassen, aber hier jetzt zwei Kindklassen. Die eine Kindklasse ist wirklich ein konkretes Beispiel, ein einzelnes Ding. Und diese andere Kindklasse ist eine Sammlung. Und diese Sammlung kann dann wieder aus Einzelteilen bestehen oder aus Sammlungen bestehen. Was soll ich da irgendwas mal gerade dazu schreiben? Nennen wir es mal hier tatsächlich
ich nenne es mal nicht offiziell, ich schreibe hier mal Einzelteil dahin und hier schreibe ich mal Sammlung dahin. Und das wären Beispiele eben für Composite oder Composite. Also die Mutterklasse beherrscht beides. Ich kann es auf zwei Arten dann realisieren. Diese Mutterklasse kann ich auf zwei Arten realisieren. Ich kann tatsächlich ein Einzelteil haben, wie die Einfachschicht, oder ich kann eine Sammlung von Einzelteilen haben. Das kommt an 1001 Stelle vor, zum Beispiel im Dateisystem. Sie können einen Ordner haben, das wäre eine Sammlung, aber Sie können auch eine einzelne Datei haben, ein einzelnes konkretes Ding. Und beides wären irgendwelche Objekte im Dateisystem, die man zum Beispiel nach dem Namen fragen kann, die man löschen kann, die man ja, auch kopieren kann und Ähnliches. So könnte man das da einsetzen. Ganz viele Möglichkeiten, diese Konstruktion einzusetzen. Und hier an dieser Stelle ist eben das mit den Einfachschichten und Mehrfachschichten mal als Beispiel. Das ist jetzt ja schon alles fertig. Was hinter den Kulissen hier alles so passiert. Also es gibt diese Klasse Material, die merkt sich, wie das dann dargestellt werden soll, insbesondere mit welcher Farbe oder vielleicht auch mit welchem Farbverlauf das dargestellt werden soll und was der Lambda-Wert ist für das jeweilige Material. Wie gut leitet das jeweilige Material? Das Material hat noch keine Dicke. Das Material ist wirklich einfach sowas wie Beton oder Holz. Noch nicht ein Meter Beton, sondern einfach nur Beton. Hier so ein paar Gitter, aber nachher ja an den Lambda-Wert drankommen müssen und wann wir zum Zeichnen an die Farbe drankommen müssen. Die simple Art für den Konstruktor ist, ich gebe dem Konstruktor als Zeichenkette eben mit, welches Material konstruiert werden soll. Dann habe ich hier das großartige Switch Case. Das ist noch nicht so wirklich überzeugend. Etwas überzeugender ist diese Lösung hier. Public Static Read Only, das ist ein bisschen heftig. Also dieses Element hier, Beton, ist vom Typ Material. Es ist statisch, das heißt, ich kann darauf zugreifen, ohne eine Instanz der Klasse gebaut zu haben. Einfach mit Material.Beton kann ich darauf zugreifen, öffentlich darauf zugreifen. Read Only, es darf nur einmal geschrieben werden. Das ist ein Trick, den hatte ich noch gar nicht erwähnt. Es darf nur einmal geschrieben werden, das heißt, es kann kein anderer danach mehr reinschreiben, weil es hier ja initialisiert ist. So könnte man das dann auch machen und dann kann ich tatsächlich schreiben Material.Beton und Material.Holz und Material.BUR. Das wäre das Material und dann haben wir eben die abstrakte Schicht. Ich möchte jede Schicht fragen können, was die Dicke ist, also hier eine Property. Einfach nur ein öffentlicher Getter, abstrakt, die Kindklassen, wenn sie nicht abstrakt sein sollen, müssen diesen Getter implementieren. Eine Funktion, um den Wärmewiderstand zu bestimmen. Nachher werden die Wärmewiderstände der einzelnen Wärmedurchlasswiderstände, der einzelnen Schichten addiert. Deshalb brauche ich den hier. Die Kindklassen, Einfachschicht, Mehrfachschicht werden das also implementieren. Der U-Wert, wenn so eine Schicht mit Linksluft und Rechtsluft verbaut wird, was ist dann der U-Wert? Es kommt noch für den Übergang von der Luft und zur Luft noch ein Widerstand dazu. Kehrwert vom Gesamtwiderstand und fertig. Das kann ich in die Mutterklasse einbauen. Für Bestimme R wird jetzt das Passende ausgewählt, nämlich das von der Einfachschicht oder das von der Mehrfachschicht. Also kann ich das hier in die Mutterklasse einbauen. Der Widerstand für den Übergang von und zur Luft dazu, G-Wert und dann habe ich den U-Wert. Also das hier ist jetzt nicht abstrakt und auch nicht virtuell. Den Job können wir einfach alle mal in der Mutterklasse erledigen. Und dann noch die Funktion zum Zeichnen, dass die Kinder die überschreiben können. Die Zeichenfunktion abstrakt, damit die Kindklassen das Zeichnen implementieren müssen. Wir müssen wissen, wo wir zeichnen, also hier so eine Zeichenfläche, Canvas. Und jetzt habe ich die Koordinaten mit angegeben. Das ist wahrscheinlich etwas komisch. Warum gebe ich hier ein Rechteck an, links oben, rechts unten? Warum gebe ich der Zeichenfunktion ein Rechteck mit? Die Canvas weiß doch, wie groß sie ist.
Der Witz ist die Hierarchie, die dann entsteht. Wenn das meine Zeichenfläche ist, sage ich der Mehrfachschicht, zeichne dich auf der gesamten Zeichenfläche. Und dann geht die Mehrfachschicht ihre Bestandteile durch. Die Mehrfachschicht hat vielleicht so eine Schicht drin und so eine Schicht drin und so eine Schicht drin. Die Mehrfachschicht geht ihre Bestandteile durch und sagt dann den Bestandteilen, du zeichnest dich bitte in dieses Rechteck. Der nächste Bestandteil, du zeichnest dich bitte in das Rechteck. Und im dritten Bestandteil sagt die Mehrfachschicht, du zeichnest dich bitte in das Rechteck. Das heißt, diese Zeichenfunktion, die ruft sich gegenseitig dann wieder auf für die enthaltenen Objekte. Das muss ich vielleicht nochmal gerade sagen, ein bisschen raffinierter. Ich habe eine Mehrfachschicht, dafür rufe ich die Zeichenfunktion auf, mit der gesamten Zeichenfläche. Die Mehrfachschicht hat Elemente drinnen. Und dafür ruft jetzt die Mehrfachschicht die Zeichenfunktion auf, aber mit den jeweiligen Rechtecken. Nicht mit dem gesamten Rechteck, sondern mit den jeweiligen Rechtecken, damit die die richtige Größe haben. Die wissen ja nicht, wie groß sie werden sollen. Diese Mehrfachschicht weiß nicht, wie groß diese Mehrfachschicht ist oder diese Mehrfachschicht. Das muss ich dann vor dem Aufruf erst ausrechnen. Also hier die grüne gesamte Mehrfachschicht, die rechnet aus, wie breit die einzeln werden sollen und ruft die dann mit passenden Rechtecken auf. Und wenn jetzt der erste hier anfängt, das blaue, wenn das auch Schichten und Mehrfachschichten enthält da drinnen, ruft es eben dann schon wieder eine Sammlung, für diese gesamte Sammlung die Zeichenfunktionen auf und gibt jeweils ein Rechteck mit, ein kleineres Rechteck dann mit. Ich habe das obendran ja noch so gemacht, dass es nicht nur links und rechts kleiner wird, sondern auch oben und unten kleiner wird. Ich zeige das nochmal. Hier sehen Sie, ich habe es auch oben und unten kleiner gemacht. Könnte man das überhaupt noch mal deutlicher sehen, wenn ich hier eine Mehrfachschicht in einer Mehrfachschicht hätte, wenn ich hier noch eine Mehrfachschicht dazu nehme, dass man es vielleicht etwas klarer sieht. Z ist gleich nur Mehrfachschicht. Und da füge ich was hinzu. Was nehmen wir? Nehmen wir C und nehmen wir B. So, jetzt habe ich eine Mehrfachschicht Z. Dieser Mehrfachschicht D, die da dreimal vorgekommen ist, der füge ich jetzt in der Mitte auch noch das Z hinzu. Jetzt wird es wirklich komplex im wahrsten Sinne. Sehen Sie, dass das jetzt weiter eingerückt wird. Also von da bis da habe ich eine Mehrfachschicht. Von dem hier bis zu dem da unten sehen Sie an der Einrückung, dass da eine Mehrfachschicht ist. Und in der Mehrfachschicht ist eine Mehrfachschicht drin. Das ist nochmal oben und unten eingerückt. Also ich habe nicht nur links und rechts passend gemacht, ich habe auch noch jeweils die oberen und unteren Grenzen ein bisschen eingerückt, dass man sehen kann, was zusammengehört in der Gruppierung. Und hier wird es jetzt allmählich sehr konfus, muss ich gestehen. Vielleicht hätte ich einen Rahmen drum ziehen sollen stattdessen. Also deshalb übergebe ich die Koordinaten. Die Mehrfachschicht kann dann gleich. Da, wo bin ich denn? Achso, Material, CS ist gut. Schichten hätte ich es nennen sollen. Egal. Die Mehrfachschicht. Ich zeige es überhaupt mal, was macht die Mehrfachschicht? Die Mehrfachschicht, wenn sie zeichnet, die Mehrfachschicht geht alle ihre Teilschichten durch und konstruiert dann das richtige Rechteck für die jeweiligen Teilschichten. Die wissen ja gar nicht, wie groß sie werden sollen in der Darstellung. Deshalb ist es links, rechts oder links oben, rechts unten oder sowas. Neue Trickcenter eingebaut. Das war die Schicht. Okay, warum gebe ich da die vier Koordinatenwerte überhaupt mit? Mal gucken. Die Einfachschicht, das war ja relativ simpel. Die Physik ist relativ simpel. Dicke durch Lambda gibt den Widerstand. Zum Zeichnen nehmen wir das Rechteck, was wir kriegen. Das hat im Zweifelsfall eine Mehrfachschicht ausgerechnet, dieses Rechteck. Wir nehmen das Rechteck, was wir kriegen, füllen das Rechteck. Da ist nicht viel los. Die Mehrfachschicht speichert sich, das ist das Wesentliche bei Composite, die Mehrfachschicht speichert sich eine Liste von Schichten.
Ich kann noch Schichten hinzufügen, vielleicht auch welche wegnehmen. Habe ich jetzt nicht gebaut, aber auf jeden Fall kann ich welche hinzufügen. Der Gesamtwiderstand ist die Summe der Widerstände. Und bei der Dicke machen wir das genauso. Die Gesamtdicke ist die Summe der einzelnen Dicken. Ich frage jede der enthaltenen Schichten nach ihrer Dicke und addiere das. Das könnte man auch mit einer Vorschleife schreiben, aber hier so mit dem Lambda-Ausdruck ist es natürlich schöner. Und jetzt will ich eine grafische Oberfläche, eine minimale grafische Oberfläche. Also jetzt nichts mit Drag and Drop, wo man solche Schichten nach vorne und nach hinten ziehen kann. Das wird ein bisschen heftig für eine Stunde. Eine grafische Oberfläche, wo ich zumindest diese Aufgaben hier erledigen kann. Ich kann einfach Schichten bauen aus Materialien und einer Angabe der Dicke. Ich kann einfach Schichten zu Mehrfachschichten hinzufügen. Solche Geschichten mit einer grafischen Oberfläche, das schwebt mir vor. So, na, wie auch immer. Der Knopf kriegt gleich auch noch eine andere Bedeutung. Wir bräuchten erstmal eine Listbox mit den Materialien. Damit man Einfachschichten bauen kann, muss ich ein Material auswählen und eine Dicke angeben. Wir bräuchten eine Listbox mit den Materialien. Wo ist eine Listbox? Da haben wir eine Listbox. Vielleicht legen wir auch. Ach, ich benenne die gerade mal. Listbox Material. Ich muss ja nachher auf die zugreifen. Dem Ding gebe ich auch noch ein Label, dass dann hübsch Material drüber steht. Label da. Content gleich Material. Das Label braucht keinen Namen. Ich rede ja nicht mit dem Label sozusagen. Sorgen Sie mal dafür, jetzt das zu Beginn. Bei Aufruf des Programms sofort alle verfügbaren Materialien in dieser Liste stehen, der Listbox stehen. Wie kriegen wir das hin? Was wir jetzt also brauchen, ist hier unser Konstruktor, die Klasse MainWindow, die Hauptfensterklasse, abgeleitet von Window nebenbei, die Hauptfensterklasse. Deren Konstruktor nehmen wir uns, heißt wie die Klasse selbst, deren Konstruktor nehmen wir uns. Der wird aufgerufen, um das Fenster aufzubauen. Der ganze grafische Kram wird reingeladen und danach sind wir bereit, alles Mögliche zu tun. Am Anfang des Programms sozusagen. Also da geht es hinein dann. Also an der Stelle sorgen Sie dafür, dass jetzt die Materialien konstruiert werden und in die Liste geschmissen werden, in die Listbox geschmissen werden. Der Listbox möchte ich was hinzufügen. Also rede ich erstmal mit der Listbox. Listbox Material. Add, nein, Items add natürlich. Items.add. Und Sie können, wie Sie sehen, nur ein Objekt pro Aufruf hinzufügen. Hätte man auch anders machen können, aber so ist es. Jetzt also nur ein Material pro Aufruf. Was haben wir? Material.pur zum Beispiel und die anderen entsprechend. Material.beton und Material.holz. Oder mit dem Nu-Material, Anführungszeichen, PUR und so weiter. So weit, so gut. Es sind wirklich Materialien, Instanzen der Klasse Material in der Listbox drin, nicht Zeichenkette. Und das rächt sich, weil wir jetzt hier tatsächlich sehen, was der Name der Klasse ist. Und dann muss man sich erinnern, okay. Wenn das Framework irgendwie Zeichenketten generieren will, dann ruft es toString auf und toString liefert erstmal den Namen der Klasse. Das heißt, ich muss jetzt toString überschreiben in Material, muss ich toString überschreiben. Ich bin in der Materialklasse. Override. Also OV, Tabulator, Leerzeichen, toString möchte ich überschreiben. Das soll mir jetzt eine vernünftige Zeichenkette zurückliefern. Die Listbox ruft toString auf und soll dann gefälligst dabei eine ordentliche Zeichenkette kriegen. Jetzt haben wir aber noch keine.
Also ich brauche anscheinend dann im Material nicht nur einen Pinsel sozusagen, Brush, und die Gleitkommazahl für die Wärmeleitfähigkeit, sondern ich brauche noch einen Namen, String Name, 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 wie auch immer, String Name. Privat mache ich das. Und das soll hier zurückgegeben werden, der Name. Jetzt muss ich natürlich dafür sorgen, dass der Name auch vernünftig gepflegt wird. Das zieht jetzt einiges nach sich. In diesem Konstruktor hier, wo ich dann tatsächlich den Namen gebe, könnte ich ja einfach schreiben this.name, also das Attribut, was ich gerade eingerichtet habe, soll dieser Name sein, der da übergeben wird. Das wäre noch einfach. Raffinierter wird es jetzt hier bei dem Konstruktor, weil ich dem keine Zeichenkette bisher gebe. Diesen Konstruktor hier, zweiter Konstruktor, den habe ich gebaut, um das hier machen zu können, um diese drei Felder hier initialisieren zu können. Dem gebe ich jetzt auch noch den Namen mit, also String Name. Und dann hier also this.name ist gleich Name. Und dann muss ich hier natürlich, wenn ich den aufrufe, diesen Konstruktor, und natürlich sagen, was der Name ist, PUR, und hier, was der Name ist, was ist der Beton? Sehen wir gleich. Das war der Beton und der untere war Holz. So. So weiß das Material jetzt auch noch einen Namen für sich. Zwei Konstruktoren. Der erste Konstruktor ist öffentlich, der kriegt direkt den Namen und sucht dann den Lambda-Wert und die Darstellung raus. Und der zweite Konstruktor, privat, etwas ungewöhnlich, der zweite Konstruktor kriegt den Namen mit und auch noch, welche Werte und welche Farbe er nehmen soll. Das kriegt er alles mit und setzt das direkt. Der ist privat, das heißt, den kann ich nur in der Klasse selbst verwenden und Sie sehen, wo ich ihn einsetze, da unten. Ich möchte nicht, dass jemand außerhalb irgendwelche Lambda-Werte und Namen und Farben vorgibt. Deshalb mache ich den privat. So habe ich das voll unter Kontrolle innerhalb dieser Klasse. Jetzt müsste in jedem Fall dieser Name bekannt sein und in der Listbox müsste der Name auftauchen. Da steht der Name. So. Soweit das. Also es sind tatsächlich Materialien, Instanzen der Klasse Material in der Liste drin. Und die Listbox, ich sollte sagen, in der Listbox drin. Und die Listbox fragt jeden davon nach der Zeichenkette, die sie darstellen soll, über die ToString-Methode. Was man nochmal zur Verdeutlichung machen könnte. Ich könnte hier bei ToString nicht nur den Namen zurückgeben, ich könnte auch noch den Lambda-Wert dahinter setzen. Machen wir ein Leerzeichen nach dem Namen und dann nehme ich doch den Lambda-Wert dahinter. Dass Sie wirklich sehen, ja, das ist nicht einfach nur die Bezeichnung, da wird wirklich was getan an der Stelle. Sie sehen, es wird wirklich was getan, der Name und der Lambda-Wert jeweils dahinter. Also nicht, dass Sie dann glauben, es sei einfach hier nur dieser Name, der da steht. Ganz im Gegenteil, es wird wirklich hier eine Zeichenkette genommen und dann sogar noch auf die Anforderung hin, eine Zeichenkette zu generieren, mit dieser Zeichenkette gemacht, was ich will. Ich könnte hier jetzt auch, keine Ahnung, in Wikipedia nachgucken, was in Wikipedia zu dem jeweiligen Material steht und die ganze Seite daraus kopieren, als Zeichenkette zum Beispiel. All das wäre möglich in dieser Funktion. Methode to string. Um jetzt Schichten zu erzeugen, brauche ich erstens, einfach Schichten zu erzeugen, brauche ich erstens ein Material, zweitens brauche ich eine Dicke, ich greife mal das Label da oben und baue hier nochmal ein Eingabefeld für die Dicke in Metern. Schauen wir, was dahinter, naja. Dann brauche ich noch eben besagtes Eingabefeld, also eine Textbox. Wo ist sie? Da eine Textbox.
als Eingabefeld für die Dicke. Die brauchen Namen, die Textbox. Ich möchte was rauslesen. Textbox Dicke. So, da lesen wir gleich was raus. Ich bräuchte einen Knopf, einen Button, mit dem ich sagen kann, jetzt erzeuge doch bitte mal eine Einfachschicht. Ein Button, machen wir mal einen Button. Da oben. Da haben wir einen Button. Da schreibe ich mal drauf, erzeuge einfach. Bisschen zu kurz hier. Der Button braucht keinen Namen, da will ich ja nichts dran rumstellen. Der Button braucht aber eine Methode, die aufgerufen wird, wenn er geklickt wird. Sie können jetzt hier mit dem Klickereignis arbeiten oder hier anfangen zu tippen. Klick ist gleich und so weiter. Oder Sie können einfach doppelklicken hier auf den Button und haben das auch. Ich hätte den Button doch benennen sollen, das war ungeschickt von mir. Sie sehen, wenn ich den Button benannt hätte, dann stünde jetzt nicht Button-Klick 1. Ich nehme das hier nochmal raus. Wäre doch besser gewesen, den Button zu benennen. Entschuldigung. Ich nehme das nochmal raus und nehme nochmal hier am Ende, sehen Sie, was er hinzugefügt hat, das nehme ich auch nochmal raus. Der Schrägstrich muss stehen bleiben. Schrägstrich, spitze Klammer, größer, zu, steht am Ende. Ich benenne den doch den Button. Button erzeuge. Oh, das wird ein langer Name dann. Erzeuge Einfachschicht. Einfachschicht. Schwieriges Wort. So, nochmal. Doppelklick jetzt auf den Button. Man darf ihn nicht angeklickt haben und jetzt Doppelklick. So, da haben wir es dann. Button erzeuge Einfachschicht. Geschicht. Erzeuge Einfachschicht. Klick. Naja, gut. Darin soll also gleich der Konstruktor für die Einfachschicht aufgerufen werden. Jetzt die Frage, was mache ich mit dem Resultat? Das muss ja auch noch irgendwo hin. Ich bräuchte noch eine Listbox für die ganzen Schichten, die dann entstehen. Ich brauche ja noch mal mehr Platz in meinem Fensterchen, sonst wird es nicht hinhauen. Noch mehr Platz. Oh oh. Ach, ich kann hier mal die Zeichenfläche ein bisschen kleiner machen. Na, sowas. Okay, jetzt kommt hier noch eine Listbox hin. Wo ist die Listbox? Da ist die Listbox. Eine Listbox, in der ich die ganzen Schichten sammle. Ich borge mir gerade mal wieder das Label. Also Schichten drüber. So, das wäre jetzt der Job. In der Textbox, oh, die sollte überhaupt leer sein zu Beginn. Textbox, 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 wo ist sie? Da, Text gleich Textbox, die soll mal gefälligst leer sein. In diese Textbox soll eine Zahl eingetragen werden für die Dicke. In dieser Liste fürs Material mit den Materialien. Soll ich vielleicht Materialien überschreiben. In der Liste der Materialien soll eines ausgewählt werden. Dann soll man Erzeuger Einfachschicht klicken und die Einfachschicht soll erzeugt werden und hier bei den Schichten hinzugefügt werden. Nochmal sicherheitshalber. Wenn man auf diesen Knopf Erzeuger Einfachschicht klickt, soll geguckt werden, welches Material ist angewählt, was ist da als Dicke, als Zahl eingetragen. Daraus soll eine Einfachschicht erzeugt werden. Mit diesen Angaben, soll ich sagen, wird eine Einfachschicht erzeugt und die wird hier in die Liste der Schichten, die Listbox der Schichten eingetragen. Die Listbox für die Schichten, der hatte ich noch gar keinen Namen gegeben. Listbox Schichten. Wir gehen in die Funktion, die hier an den Button Erzeuger Einfachschicht gehängt ist. Den hier.
Wir müssen wissen, was das Material ist, wir müssen wissen, was die Dicke ist und dann ruft man Konstruktor auf. Vielleicht machen wir es einmal gerade andersrum. Was ist eigentlich mein Ziel? Ich möchte eine Einfachschicht konstruieren, nennen wir sie E. Oder? Na, da gibt es E schon, nicht gut. Nennen wir sie ES. Ich möchte eine Einfachschicht konstruieren, dafür brauche ich ein Material und eine Dicke. Ich weiß aber nicht, wo ich beides herkriege. Das organisieren wir uns gleich noch. Und wenn ich dann fertig bin, will ich das Ergebnis in die Listbox Schichten, davon die Items hinzufügen. Könnte man auch in alle Zeile schreiben, Listbox Schichten Items Add, Klammer auf, Nu Einfachschicht und so weiter. Aber so ist es vielleicht etwas klarer. Das ist das Ziel des Ganzen. Ich fange beim Ziel an. Ja, da möchte ich hin. Jetzt ist der Ärger, ich muss das Material rausfinden und ich muss die Dicke rausfinden. Das Material, das hole ich aus meiner Listbox für die Materialien. Listbox.material, das angewählte Material. Selected Item. Keine Klammern, das ist eine Property. Warum geht das nicht? Was ist jetzt noch zu korrigieren? Also was fehlt, ist der Downcast. Wir wissen, dass Selected Item ein Material ist, weil wir nur Materialien in die Liste gelegt haben oder legen werden. In dem Moment läuft das Programm ja nicht. Der Compiler weiß aber nur, Selected Item ist ein Object. Steht ganz links, kann ich jetzt mit der Maus nicht hin. Der Compiler ist ein, für den Compiler ist es erstmal ein Object, die Mutter-Mutter-Mutter-Mutter-Klasse von allen diesen Geschichten. Ich muss sagen, nee. Ich weiß, es ist ein Material. Und man müsste auch noch vorsichtig sein, wenn gar nichts ausgewählt ist, dann haut das natürlich auch nicht hin. Also Listbox, Material, machen wir zum Beispiel Selected Items gleich Null, könnte ich gucken, oder Selected Index ist kleiner als 0. Wenn gar nichts ausgewählt ist, dann sollte ich hier Return sagen. Eigentlich müsste man wieder damit arbeiten, dass man diesen Knopf färbt. Erst wenn ein Material ausgewählt ist und hier vernünftige Dicke eingetragen ist, dürfte dieser Knopf schwarz werden. Vorher müsste der grau werden. Also von wegen enabled, ist enabled gleich true, ist enabled gleich false. Ist mir jetzt zu viel Stress, vor allem haben wir nur noch eine Viertelstunde. Also diese Lösung hier ist nicht so super prickelnd. Aber funktioniert erstmal. So haben wir das Material, das können wir da verwenden. Jetzt bräuchten wir den Wert für die Dicke, der Typ Double, der hat so ein paar nette Hilfsfunktionen hier. Da gibt es nämlich etwas, was heißt Parse. Sie geben eine Zeichenkette und sagen dem Typ Double, machen wir mal eine Double-Zahl draus oder hübscher noch Try-Parse. Versuche es umzuwandeln und wenn es nicht geht, dann Pech gehabt. Könnte man beides probieren. Vielleicht nehme ich tatsächlich Parse. Parse wirft Exceptions, anders als Try-Parse. Wenn hier was schief geht, sehen Sie, dann können wir verschiedene Exceptions kriegen. Die müssen wir gleich fangen. Ich will also, was in der Textbox steht, Textbox Dicke, was in der Textbox steht, so, möchte ich umwandeln in eine Double-Zahl. Und das soll da hinten das D werden. Naiv würde man Folgendes probieren. Die Zeichenkette, die in der Textbox steht, wandle bitte um in eine Double-Zahl, speichere in der Variable D und verwende es da. Das wird normalerweise funktionieren, wenn Sie jetzt wirklich hier ein Material auswählen und hier eine Double-Zahl reinschreiben, wird es normalerweise funktionieren. Erzeuge Einfachschicht, da steht unsere Einfachschicht, Sie sehen, das String muss mal wieder überschrieben werden. Wenn Sie da jetzt natürlich irgendeinen Blödsinn eingeben, als Dicke, Format Exception wurde nicht behandelt, dann fliegt er hier aus dem Parse mit einer Exception raus.
fange sie die Exception. Wenn eine Exception auftritt, soll einfach diese Methode hier abgebrochen werden. Ist nicht hübsch, aber funktioniert erstmal. Fangen Sie die Exception und wenn die auftritt, wird diese Methode abgebrochen. So, also ein Try drumherum. Den gefährlichen Kram in das Try rein. Und dann würde ich einfach einen Catch dahinter setzen. Alles fangen. Wir müssen gar nicht mal wissen, welche Exception es war. Also Sie brauchen da keine runde Klammern unbedingt hinter dem Catch. Sie fangen einfach alles, egal was passiert, und dann Return. Ist die brutale Lösung. So wird das erstmal laufen. Jetzt sehen Sie aber hier, das ist ein bisschen ungeschickt. Dieses D ist in den oberen Schweifklammern verborgen. Ich brauche das da unten, die Variable. Aber wenn Sie die Variable D da einführen, in diesen Schweifklammern, ist die Variable D in den Schweifklammern verborgen und kommt nicht da unten an. Ich muss die Variable D vorher einführen und leider auch initialisieren. Und dann schreibe ich hier den Wert rein. Wenn das Parse gelingt, schreibe ich tatsächlich einen Wert in das D rein. Ich gehe nicht ins Catch und komme da unten an. Wenn das Parse nicht gelingt, gehe ich ins Catch und beende diesen Funktionsaufruf. Jetzt müsste der funktionieren, wenn ich da auch Unsinn eingebe, also noch einmal korrekt was eingeben. Ticke irgendwas, erzeuge Einfachschicht, scheint funktioniert zu haben, und wenn da Blödsinn drin steht, erzeuge Einfachschicht, passiert gar nichts. Jetzt kann ich natürlich immer noch negative Zahlen eingeben, müsste man auch abfangen und so weiter. Also das ist noch lange nicht fertig. Und was jetzt noch fehlte, die Schicht bräuchte auch noch eine ToString-Funktion, dass da was Vernünftiges in der Listbox drin steht. Also hier Schicht, wo war sie? Da bei der Schicht die ToString-Funktion überschreiben. Wo überschreibe ich die ToString-Funktion? In der abstrakten Klasse Schicht der Mutterklasse hilft das wahrscheinlich nicht viel. Ich weiß nicht genau, was die Mutterklasse machen soll. Ich überschreibe das mal in der Einfachschicht und in der Mehrfachschicht. Hier in der Einfachschicht, da, in der Einfachschicht überschreibe ich toString, OV, Leerzeichen, toString, da überschreibe ich die toString-Funktion. Für die Einfachschicht würde ich einfach vom Material zurückgeben. Hier, das Material ist ja bekannt, ich würde vom Material zurückgeben, was das denn als Zeichenkette liefert, Material to String. Und vielleicht sogar die Dicke. Das stünde jetzt bei der Einfachschicht drin und bei der Mehrfachschicht, tja, müsste man sich überlegen, bei der Mehrfachschicht Override to String. Man könnte zum Beispiel jetzt einfach sagen, okay, Mehrfachschicht aus und dann eine Zahl eintragen. Ich schreibe jetzt erstmal 42. Schichten. Sowas könnte dann bei der Mehrfachschicht da stehen. Da fehlt noch ein Plus. Wo kriegen Sie diese Zahl 42 her? Die korrekte Zahl statt 42, die Zahl der Schichten bei der Mehrfachschicht. Hier Teilschichten sum, also hier Teilschichten.count. Teilschichten.count. Dann könnte man da jetzt was sehen bei der Mehrfachschicht. Wir haben bisher keine Mehrfachschichten, sondern nur Einfachschichten. Gerade mal gucken. Jetzt müsste in der Liste da was Vernünftiges stehen, wenn ich hier irgendwas erzeuge. Oh, nicht das. Gegen Dicke, erzeuge Einfachschicht. Okay. Beton 2,1 und die Dicke dahinter. Wenn ich sage PUR, eine andere Dicke, erzeuge Einfachschicht und so weiter. Jetzt können wir weiter treiben hier so. Das scheint soweit zu funktionieren. Der nächste Schritt wäre jetzt Mehrfachschichten zu erzeugen. Was ich mir vorstelle ist, dass man hier dann mehrere auswählen kann.
und dann sagen kann, aus diesen mehreren, die ich da ausgewählt habe, erzeuge bitte eine Mehrfachschicht.